So, dann sind wir wieder, nachdem das Spiel schon wieder abgespackt ist. Kommt das so vor, als wird er immer generell vor den Bossen einmal abspacken müssen, weil ansonsten geht's ja nicht. Wenn man das hier sieht, ja, ich habe wieder Schnellfeuer drin. Weil ich mir. Ja. Mein absoluter Lieblingsschuss aus dem Spiel hier. Feuer. Weil, hier muss man ja nicht so viel springen wie eben beim Mecha-Kürbel. Und deswegen denke ich, ja, ich komme nicht über die Dinger drüber, sehr geil. Dass man doch irgendwie schaffen könnte und auch schneller schaffen könnte, also. Ja, gut, das ist eine doofe Attacke. Das ist doofe Attacke. Nein. Brennendes etwas, verpiss dich! Ja, und. Boah, schon mal gesagt, wie gerne ich Gamepad spiele. Gamepads sind das Beste, was man kriegen kann, aber doch bitte nur auf der Originalkonsole. Ich weiß auch gar nicht, wo man ihn treffen kann. Ich bin einfach nur immer so random so ein bisschen am Rumschießen. Ach, was denn? Ich mag diesen Angriff nicht. Weil man da mehr oder weniger nur weglaufen kann. Ja, oh, ey, er spawnt mitten in mir. Trollolol. The True Power. Deine Mutter hat True Power. Ausnahmsweise mal über den Mond drüber gekommen. Ich hasse das, wenn er hier in der Mitte spawnt. Ich kann es nicht. Ja, schon wieder. Er ist nur in der Mitte am Spawnen und ich mag es nicht. So komischen Kugeln mag ich übrigens auch nicht. Hahaha. Oh mein Gott. Er macht seinen Mantel auf für uns. Das sieht doch mal nach nice Autofeuer aus. Na und nach mal nicht dem verbackten Autofeuer. Ja, könntet ihr, ich verpissen, ihr Bobbeldinger. Aus dem, hey, ich weiß nicht, woher ich komme. Ist er tot? Ja, das sieht sehr nach tot aus. So, wo ist der nächste Safe Punkt? Da hinten. Nein, bitte nicht. Wo hätte ich das denn das jetzt wissen sollen, dass das tödlich ist hier? Boah, doch. Nein. Ich hab. Wir müssen tasten. Komm schon, ja. Komm schon. Nein. Ich will doch nur zurück. Komm schon. Ich weiß nicht, ob man das gerade hört, aber ich mache meine Sprungtaste, damit ich. Ja. Oh mein Gott, und ich kann einen safe. Gut, Gamepad wird aus der Hand legen. Das hat man davon, wenn man mit Gamepad spielt. So, das war der obere Weg, jetzt können wir noch untere Wege machen. Da muss man sich hinten in die Ecke stellen und sich freuen, dass man es hat. Jetzt frage ich mich nur gerade, wo es weitergeht. Ich weiß nicht, ob man nach uns. Ganz unten, glaube ich, kann man auch irgendwie kommen. Okay. Ach, scheiße, das war dumm. Hier hinten kann man warten, aber ich weiß, man kann auch irgendwo links rausgehen hier aus dem Screen. Ah, wo war denn das nochmal? War das ganz unten oder war das? Oh, ja, richtig! Was hast du denn für eine Überrange hier? So, oder? Ja. Gut.
Hey, du kommst überhaupt nicht mehr nach oben, wenn du da bist? Was ist das denn bitte schon wieder für ein Scheiß? Ja, ist okay jetzt. So, komm her. Und geh wieder weg. Heute noch in diesem Leben. Ist dann wieder weggegangen. Oh mein Gott, ich will aber erstmal hier ein bisschen hochfahren, ey. Weil ansonsten. Ah, safe. So, jetzt können wir hier mal gucken. Es gibt 6 Bosse anscheinend. Hallo du, Spike. Kann ich von hier auch mal was helfen? Ja. Schieß, mein Freund. Schieß. Okay. Ich weiß, dass wir erst nach hinten müssen. Oh, ups. Den Spike hatte ich wieder ganz vergessen. Dass wir erst nach hinten müssen. Scheiße. Genau, weil sonst hat er plötzlich einen mega Überbeam aus seinem Bullet Schießding. Nein, ach komm schon. Das hat mich jetzt wohl mal gar nicht. Okay, aber so schwer ist der Raum nicht, weil die Bullets relativ gut Widerstand geben, finde ich. Jetzt könnte man da runter, wenn man es nicht verkacken würde, so wie ich das gerne tue. Ihn ab. Achso, ja, dann muss ich noch selber springen. Ha, ganz vergessen. Weil ansonsten ist ja nicht so wie so ein normaler Bullet. Wobei normale Bullets fliegen auch einfach weiter, wenn sie Mario treffen, oder? Oh, ich habe Mario so lange nicht mehr gespielt. Ich sollte also generell Mario spielen. Weil Bullet Bills sind ja auch einer dieser Dinger, die glaube ich echt in jedem vorkommen, oder? Dun, Tetris, ich mag Tetris, ich finde Tetris total super cool, aber ich habe keine Ahnung, wie hier der richtige Weg ist. Ja, glaube ich bin tot. Kommt drauf an, was hier reinkommt, ja. Sowas in der Art habe ich mir schon fast gedacht. Das heißt, ich will da aus dieser Lücke auf jeden Fall raus. Ja. Achtung! Du sollst den komischen Scheigeiler töten, nicht mich. Junge, die Jugend von heute weiß nicht mehr, wen sie töten soll. Tetris! Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Das ist ein Problem. Also potenziell will man immer relativ weit oben bleiben. Weiß da nicht, wie das. Ja. Wie das geht hier! Egal, ich hab's trotzdem geschafft. Da kam ein Spike nach oben. Jetzt kommen die Handsprünge, die ich so gut kann. Tralalal, tralalal.
jetzt kommen die Wandsprünge, die ich so gut drauf habe. Also sozusagen, du hast, wenn du den Wandsprung machst, nur einen Doppelsprung. Wenn ich das jetzt hier so richtig auffasse. Und ansonsten darfst du dich mit dieser total beschissenen Steuerung an diesem Wandsprung fortbewegen. Das ist echt uncool. Das ist es, Kirby-Musik. Das ist es, Kirby-Musik. Aha, Kirby-Musik. Kirby-Musik ist cool. Wie in Gottes Namen. Ich weiß nicht, wie das genau hier geplant ist, aber irgendwie klappt das so mittelprächtig. Ich weiß noch, dass ich diese Wandsprünge total nervig finde und total für den Arsch finde, aber... dann geht das echt gut. Was ist... Oh ja. Ja, man muss die Sprungtaste auch noch gedrückt halten irgendwie. Jetzt hatte ich zwar noch den Doppelsprung, aber er macht ihn nicht. Also eigentlich hatte ich noch den Doppelsprung, ich weiß ja nicht. Ah, Gott sei Dank. Du bist eine Wall, die dich auch. Ja, das sieht so aus, ja. Ich hasse es. Ja, wenn dieser Millimeter da nicht fehlen würde, ne? Dann würde dieser auch sehr viel mehr Spaß machen. Ja, durch Screen fliegende Äpfel, sehr viel Spaß ist das. Da darf man echt erst auf den letzten Millimeter abspringen, ansonsten ist das Bullshit. Ja, und jetzt kommt das, was ich hasse, und zwar diese Walljump-Scheiße, die man echt ausführen muss, weil es ansonsten nämlich nicht weitergeht. Gehen sie ja so hoch, die Äpfel, noch. Ja, genau, spring halt nicht mehr. Ich hasse es. Aber diese Kirby-Musik benutzt auch irgendwie jeder zweite Depp in seinem Fangame, oder? Meinst du das jetzt so? Ja, ich hasse es! Diese Walljumps sind total der Scheiß. Wer sich diese Engine ausgedacht hat, der gehört auch so ein bisschen verprügelt, aber das nur am Rande erwähnt. Ja. Das ist es scheiße, aber ordentlich. Ja. Ordentlich für den Arsch. Mann. Wollt jetzt mal gucken, wie übermäßig ekelig viel Skill ich habe und durch die zwei Äpfel da springen. Auch wenn ich nicht ganz genau weiß, was mir das schon wieder bringen soll. Ja, Also in Äpfel reinspringen kann ich schon mal gut. Oder sollen das Kirschen sein? Da ist man sich ja generell immer nicht so klar, ob das jetzt doch Äpfel oder doch Kirschen sind. Ist sich gespaltener Meinung. Gespaltener Meinung. Hä? Ich lande oben auf dem Ding drauf, aber irgendwie fliege ich dann schon wieder hinten runter. Das ist... Ich... Ja, ne, also diesen Äpfel werfenden Ungetüm hier kann ich jetzt nicht wirklich etwas abwenden. Boah. Ich hasse diesen Wandsprung. Boah, ist der scheiße, ganz ehrlich. Den haben sie echt nur für pädophile Arschgeigen eingebaut. Damit die auch mal eine Spielerei haben, ey. Ja, vielleicht sollte ich da doch am Boden bleiben, ansonsten. Ja, werde ich einfach so abgeschlachtet. Oh, Äpfeln oder Kirschen, man weiß es nicht. Ja. Oh, Äpfeln oder Kirschen, ja, man weiß es nicht. Nein! Das war jetzt irgendwie das Dümmste, was ich hätte machen können. Ich
hasse diese Doppelsprung. Ja, ja, ja. Dieser Doppelsprung ist gar nicht das, was ich meine. Ist aber egal. Diese Musik regt irgendwie an, sich den nächstbesten Gedanken zu schnappen und direkt erstmal in ein absolutes Hasslied umzuformen. Ich hasse es nicht. Wandsprünge. Die Wandsprünge haben sie echt für Menschen eingebaut, die sonst keine Probleme haben. Ich hasse ihn. Ja, guck dir das an, es klappt nicht. Der ist total scheiße verbuggt. Das Schlimme in diesem Spiel, es gibt ja auch noch zwei Wandsprünge. Und diesen zweiten, den habe ich bisher noch nicht gecheckt, weil er halt sonst in keinem Spiel benutzt wird. Es hat mal funktioniert. Das ist ja unglaublich. Ja, 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 das ist so krass. Komme ich da jetzt nochmal irgendwann rauf, oder? Ja, cool. Ich bin runtergefallen. Yay. Diese Spikes sind irgendwie verhältnismäßig uncool. Ich schätze mal, hier räumt er mir das ab, wo ich drauf gehen sollte. Das ist verhältnismäßig uncool. Ja, 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 ja. Das ist oben da, lala. Ich hasse Balljumps, weil sie nichts drauf haben. Also ehrlich, das ist eine dieser Steuerkomponenten. Nee. Dafür hasse ich dieses, oder was heißt hasse ich? Das Spiel. Es gibt wirklich deutlich mehrere Fangames als das Original überhaupt schon. Eigentlich schwer ist und das ist. Aber dieser Walljump hier, damit haben sie sich echt einen gefangen, ey. Ganz ehrlich. Wer sich diese Kack ausgedacht hat, gehört. Auf die Müllhalde verprügelt, gehört immer wieder. Ja, weißt du, dann verrecke ich noch nicht mal an dem Walljump, sondern daran, dass ich überhaupt nicht, erstmal nicht an den Walljump rankomme. Ich hasse das. Dass der Walljump dann im letzten Boss auch noch eingebaut ist, ist dann so die nächste Scheiße, wo ich mir dann so denke, muss das unbedingt sein? Ja, wie bitte, wie? In Gottes Namen, es klappt nicht. Wenn man sich da versucht, möglichst viel Vorsprung rauszubauen, dann kloppt man die Äpfel kaputt. Oder die Birnen. Nein, die Birnen sind es auf jeden Fall nicht. Die Kirschen, meinte ich. Ja, aber Birnen sehen anders aus. So könnte es auch noch gehen. Ja, da war da, da war da. Ja, weißt du, und dann kommt er aber nicht da an viele Worte in meinem Mund zu einem großen Haus von Scheiße. Ich mag es nicht. Ja, also wie gesagt, also erstmal, dass dieses Spiel blind für mich ist, das ist ja die eine Sache, warum ich nie im Leben nur einen Trostpreis in diesem Race hier kriegen werden. Aber die nächste Sache ist einfach, dass diese Walljumps total für den Arsch sind. Echt total für den Arsch. Das habe ich schon vorher gewusst. Weil es ist ja nicht so, als hätte man in den Fangames so das rausgenommen aus dem Spiel, was gut ist. Oder was das Spiel ausmacht. Nein, wir müssen auch diesen verkackten Walljump übernehmen, der total für den Arsch ist und der einfach nur uncool ist. Dementsprechend gibt es genug Fangames, wo man auch diesen Walljump benutzen muss, und ich fand ihn schon in den Fangames scheiße und deswegen wird er jetzt nicht besser werden. Ich hasse es. Ich hasse es. So. Erster Teil, den kann man auch irgendwie irgendwann machen. Ja, dann sowas zum Beispiel. Das geht einfach nicht. Die Walljumps sind total für den Arsch. Naja.
macht echt so ein bisschen kaputt. Ach ja, müssen wir sehr unbedingt großartige. Ja. Das geht nicht, ne? Ausgeschlossen, dass das möglich ist. Wow. Das sah sogar mal nach gut aus. Ja, und dann Apfel in die Fresse, ey. Komm, hör auf. Da hinten quillt's immer und dann geht's nicht weiter, weil. Keine Ahnung, Falljumps und so. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist das? Das geht nicht. Es ist ausgeschlossen, dass das irgendwie möglich ist. Ne? Ja, natürlich. Ich meine, ich mache den Anfang jetzt hier schon so immer genau gleich, aber trotzdem fliegen die Äpfel teilweise anders. Schon gesagt, wie verkackt diese Walljumps sind. Ich glaube, ich muss nochmal wiederholen. Diese Walljumps sind echt scheiße. Hey. Spaß. Das ist, was wir haben. Genau. So. Andersweise Vorsprung. Die bösen Äpfel mir hier wieder alles kaputt machen. Ja, ach Mann! Es geht nicht. Hallo, Auszeit. Wer hat sich diese Walljumps ausgedacht? Die Engine, die hätte ich gern gesehen, ey. Die das hier als. Ganz ehrlich. So toll Fangames ja sind, aber diese Walljumps. Echt. Beschissenste Engine ever. No way to play. Ja, dann komm, es geht nicht! Diese Walljumps sind total für den Arsch! Ja, toll. Das kostet mich hier echt das Spiel. Das nimmt auch so ein bisschen echt den Spaß raus. Gott sei Dank sind sie jetzt nicht überall eingebaut, sodass man wirklich. Hey, 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 du kommst. Ja, also sag mal so, Walljumps musst du schon irgendwie beherrschen, damit du das andersweise durchbekommst, das Spiel, aber. Sag mal so, du kannst es antesten, du kannst es ein bisschen spielen und dann. Ja, natürlich falle ich da runter, weil die Walljumps so cool sind. Nee. Ich muss ja sagen, Walljumps sind ja generell nicht so gut. Nicht so schlecht, aber. Nicht so gut, meine ich. Nicht so schlecht. Aber das hier ist schon echt unter aller Sau. Ich krieg sie überhaupt nicht hin. Ja, dann, also da lasse ich mich am besten nochmal fallen, weil diese Äpfel einfach mal den ganzen Weg versperren. Schon wieder. Diese Walljumps, das ist total der Heiß. Ich hasse Kirby. Doch nicht. Das ist ja nur die Musik. Ist egal, ist egal, ist egal. Ja, so klappt es irgendwie gar nicht. Ach man, Walljumps sind total für den Arsch. Das nimmt hier an echt den ganzen Spielspaß raus. Das ist. Da geht die Bewertung. Meine Bewertung für das Spiel echt den Bach runter. Wenn ich diese Walljumps hier sehe. So eine Scheiße. Also so eine Scheiße hat. Ja, gut. Stirb einfach ab, du Scheißspiel. Ey, bis gleich.